Spotlight auf dem iPhone ist keine einfache Suche, sondern kann eine ganze Menge mehr und besonders mit iOS 16 und iOS 17 sind viele Funktionen dazugekommen, die ich euch gerne in diesem Video einmal kurz und knapp zeigen möchte. Sollten dich Videos wie dieses zu Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr noch mehr aus der Spotlight-Suche herausholen könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Starten wir das Video zuallererst in den Einstellungen und scrollen hier einmal etwas weiter nach unten zu Siri und Suchen. Und hier finden wir oben einmal ein paar Siri-Einstellungen, die uns jetzt aber nicht weiter interessieren, sondern etwas weiter unten einmal die Sucheinstellungen. Denn hier haben wir zuallererst einmal vor dem Suchen Vorschläge, die wir uns anzeigen lassen können. Das könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, genauso wie den Verlauf, ob ihr euch diesen anzeigen lassen möchtet oder nicht. Und daraufhin habt ihr dann hier die Möglichkeit, euch Inhalte von Apple innerhalb der Spotlight-Suche anzeigen zu lassen, in Nachschlagen oder eben auch in Spotlight. Und bei Vorschlägen von Apple gibt es dann Dinge wie Mitteilungen erlauben, in App-Mediatheken anzeigen, beim Teilen anzeigen und beim Hören anzeigen. Und natürlich habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, das hier für einzelne Apps zu steuern. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal etwas nach unten scrollen und wählen hier mal irgendeine x-beliebige App aus, wie diese hier zum Beispiel, dann könnt ihr hier einmal auswählen, ob eben diese App in der Suche angezeigt werden soll, ob Inhalte in der Suche angezeigt werden sollen und eben hier auch die Vorschläge könnt ihr noch einmal zusätzlich bearbeiten und eben pro App einzeln für die Spotlight-Suche konfigurieren. Ich würde nun sagen, wir starten auch direkt mit ein paar coolen Funktionen, die uns die Spotlight-Suche bietet. Und zuallererst könnt ihr einmal Kamera eingeben. Und daraufhin seht ihr auch schon, dass hier bei den Top-Treffern natürlich einmal die Kamera-App zu sehen ist, aber auch direkt die Option Foto, Selfie und Video auszuwählen. Das heißt, hier könnt ihr direkt jetzt auswählen, was ihr nutzen möchtet, was ihr öffnen möchtet. Und wenn wir etwas weiter nach unten scrollen, finden wir hier unter anderem auch Kurzbefehle. Und hier können wir einmal auf Mehr tippen. Und daraufhin öffnet sich hier dann einmal ein Fenster. Und wir sehen hier mehrere Optionen wie Cinematic, Panorama, Slow-Mo, Porträt-Selfie, Timelapse, die man hier dann ebenfalls noch einmal öffnen kann. Das heißt, man hat hier nicht nur die einfache Option, die Kamera-App zu öffnen, sondern auch direkt schon einzelne Optionen zu wählen. Als nächstes habe ich einmal ganz simpel hier eine Rechenaufgabe eingetippt und zwar hier 20 durch 75 mal 36.755. Wie ihr seht, das Ganze wird hier direkt innerhalb der Spotlight-Suche ausgerechnet. Ihr habt oben direkt die Option, das Ganze auch einmal zu kopieren. Das heißt, wenn ihr diese Rechnung in einer anderen App benötigt, dann könnt ihr sie hier einmal rauskopieren und so benötigt ihr eigentlich gar nicht mehr die Rechner-App, sondern könnt das direkt von überall über die Spotlight-Suche machen. Was ebenfalls sehr praktisch ist, ist die Konvertierung, denn ihr könnt hier zum Beispiel einmal Meilen eingeben und daraufhin wird das hier dann in Kilometer angegeben, in diesem Fall 20.000 Meilen und daraufhin haben wir hier 32.186,88 Kilometer und das funktioniert mit ganz vielen verschiedenen Optionen. Also ihr könnt nicht nur Längenangaben eingeben, sondern zum Beispiel auch Gewicht, also Tonnen, Kilogramm und so weiter. Und so könnt ihr das Ganze eben konvertieren in andere Maße, was ich sehr, sehr praktisch finde. Wenn ihr innerhalb der Spotlight-Suche einmal Timer eingebt, dann wird euch hier direkt die Option der Uhren-App angezeigt, aber eben auch auf Set Timer oder Add Alarm könnt ihr einen Timer bzw. einen Wecker erstellen. Und wenn ihr hier einmal rauftippt, dann wird das hier in einem kleinen Pop-up geöffnet und ihr könnt zum Beispiel einen 5-Minuten-Timer anlegen. Aber auch Sportergebnisse könnt ihr euch in Spotlight anzeigen lassen. Da könnt ihr zum Beispiel hier einmal Deutschland versus eingeben und daraufhin wird euch das letzte Spiel angezeigt. Und es funktioniert auch zum Beispiel in der Bundesliga oder natürlich auch in der Champions League und auch in anderen Sportarten, also im Basketball oder Rugby etc. Funktioniert hier genauso, also nicht nur mit Fußball. Eine weitere sehr coole Option ist die Wetteranzeige. Wenn ihr zum Beispiel innerhalb der Wetter-App keine weitere Stadt hinzufügen möchtet, dann könnt ihr auch ganz einfach nach dem Wetter in Spotlight suchen, in diesem Fall einfach Wetter in Berlin und dann wird euch das hier ebenfalls angezeigt mit ein paar Parametern, zum Beispiel ist es aktuell windig, 16 Grad kalt, also so kann man hier ganz gut ohne eine neue Stadt in die Wetter-App hinzuzufügen oder das googeln zu müssen, das Wetter einsehen. Aber natürlich bietet Spotlight auch weiterhin eine ganz normale Websuche. In diesem Fall habe ich einfach mal nach dem neuesten Indiana Jones Film gesucht und dieser wird dann oben einmal als Top-Treffer angezeigt. Aber es gibt auch Vorschläge und weiter unten dann eben auch Filme, Siri-Wissen, Websites und so weiter. Also da gibt es natürlich
weiter in diese ganzen Optionen, die wir bereits kennen. Und wir können hier auch auf diese Vorschläge einmal rauftippen und dann bekommen wir weitere Informationen, wann der Film veröffentlicht wurde, wann er erschienen ist. Dann hier ein paar Infos auf Deutsch, Besetzung und Crew. Dann haben wir hier noch so ein paar Fakten, wie lange der Film geht, wo man ihn eventuell dann zukünftig auch anschauen kann. Und natürlich dazugehörige Suchen. All das hier direkt innerhalb der Spotlight-Suche. Eine ebenfalls sehr praktische Funktion ist die Möglichkeit, Shortcuts auszuführen. Also hier könnt ihr ganz einfach nach Shortcuts bzw. Kurzbefehlen suchen, wie zum Beispiel hier den Super Stromsparmodus, und diesen könnt ihr dann über die Spotlight-Suche auch ganz einfach aktivieren. Ihr müsst ihn also nicht zum Beispiel auf dem Homescreen platzieren als App-Icon, sondern ihr könnt ihn auch immer ohne Probleme über Spotlight aktivieren. Eine weitere sehr schöne neue Funktion mit iOS 17 ist die Möglichkeit, Kalendereinträge direkt in Spotlight hinzuzufügen. Hier könnt ihr zum Beispiel 20 Uhr essen gehen in Hamburg, einmal hineinschreiben, und dann seht ihr auch schon oben, dass das hier direkt angezeigt wird als Kalendereintrag, und ihr könnt auf Hinzufügen tippen und daraufhin habt ihr diesen Kalendereintrag auch schon in euren Kalender hinzugefügt. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch eine weitere Funktion zeigen, mit der ihr über die Einstellungen in Spotlight ganz einfach zum Beispiel Wi-Fi oder Bluetooth aktivieren und deaktivieren könnt. Indem ihr nach Einstellungen sucht, findet ihr hier einmal die Möglichkeit, die Kurzbefehle über mehr auszuklappen, und dann seht ihr auch schon, dass wir hier mehrere Optionen haben, zum Beispiel den Schlafenfokus zu aktivieren, dann hier den Fitnessfokus und so weiter, aber auch Dinge wie zum Beispiel Nightshift, mobile Daten, immer eingeschaltet, den Stromsparmodus, Flugmodus, Bluetooth und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Optionen, die ihr direkt hier über Spotlight aktivieren und deaktivieren könnt. Wie ihr seht, bietet Spotlight eine ganze Menge an praktischen Funktionen, und diese sind im Alltag auf jeden Fall wirklich sehr hilfreich, und ich hoffe, dass die eine oder andere Funktion für euch mit dabei war. Wenn ja, würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr weitere Spotlight-Tipps und Tricks kennt, dann schreibt sie mir gerne mal unten in die Kommentare. Vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!